Nathalie Grams ist Ärztin. Sie hat ihre Doktorarbeit geschrieben in traditioneller chinesischer Medizin und Naturheilkunde. Sie hatte lange eine homöopathische Privatpraxis, die seit Mai 2015 geschlossen ist, und seit Ende letzten Jahres ist sie GWOP-Mitglied. Ja, vielen, vielen Dank und auch von mir ein herzliches Willkommen hier zur Skepcon. Ist auch meine erste. Und ich möchte heute ein bisschen was erzählen zur Homöopathie natürlich, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, weil das wahrscheinlich auch genau dieses Spannungsfeld ist, in dem sich die Homöopathie leider immer noch und vor allem leider immer noch innerhalb der Medizin bei uns bewegt. Um zu zeigen, dass die Geschichte wirklich wahr ist, denn in Homöopathiekreisen ist völlig klar, dass ich eigentlich nur eine Erfindung der Pharmaindustrie bin und quasi gar nicht als reale Person existiere, schon gar nicht, gibt es meine Geschichte. Denn wer wirklich die Homöopathie kennt, kann sich von ihr nicht lossagen. Also habe ich hier ein gefaktes Bild eingefügt, was mich vor meiner nicht existierenden Praxis zeigt, die ich damals, und das zeigt vielleicht auch, wie sehr ich von der Homöopathie überzeugt war, ganz vollmundig Homöopathie die Praxis genannt habe. Die war in Heidelberg und habe ich lange Jahre geführt. Nachdem ich 10 Jahre Homöopathie gelernt habe, habe ich mich 2011 getraut, mich selbstständig zu machen. 2 Jahre Supervision davor gehabt, also ich habe das schon ordentlich auch gelernt. Und jetzt sehen Sie mich hier auf der Skepcon und dazwischen ist ein bisschen was passiert. Was passiert ist, möchte ich ein bisschen darstellen, einfach nicht nur um meine Geschichte zu präsentieren, sondern auch um diesen Prozess des Umdenkens nachvollziehbar zu machen. Und will da mal anfangen mit den 2 Positionen, die Sie alle kennen, wenn Sie sich mit der Homöopathie beschäftigen. Es gibt auf der einen Seite die Skeptiker, die Wissenschaftler, die sagen, warum diskutieren wir über dieses Thema eigentlich noch? Die Homöopathie mag vor 200 Jahren, als Hahnemann sie erfunden hat, ganz innovativ, vielleicht auch ganz interessant gewesen sein, aber das war vor 200 Jahren. Es ist völlig klar, dass es heute für diese Heilmethode keinerlei Berechtigung mehr gibt. Und wir wissen heute ganz genau, wie diese positiven Heilserfolge, die überall kursieren, erklärt werden können. Dafür brauchen wir aber eigentlich nicht die Homöopathie, sondern Psychologie. Für uns ist die Diskussion erledigt. Auf der anderen Seite gibt es die Patienten, Anwender und Therapeuten, die sagen, das ist mir völlig egal, was ihr Wissenschaftler sagt. Für mich funktioniert es. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir die Homöopathie geholfen hat. Meiner Katze, meiner Nachbarin und dem Pferd meines entfernten Freundes hat es geholfen. Und das weiß ich einfach. Und da brauche ich auch nicht drüber zu diskutieren, weil das ist meine Überzeugung. Und es ist vielleicht nur so, dass Sie oder dass du diese Erfahrung noch nicht machen konntest. Und das ist eine Positionierung, die gibt es eigentlich schon, seit es die Homöopathie gibt. Die ist auch völlig unvereinbar. Ich habe trotzdem den Versuch gemacht, mit meinem Buch Homöopathie neu gedacht, mir ist eine Art Brückenschlag zwischen diesen beiden Seiten zu finden, indem ich einerseits sagen kann, ja, ich habe das auch erlebt, die Homöopathie hilft. Es gibt diese kolportierten, anekdotenhaften Verbesserungen, habe ich auch erlebt, an mir selbst, an meinen Kindern, an meinen Patienten. Aber ich habe durch den Prozess der Auseinandersetzung, der teilweise in meinem Buch nachskizziert ist, der aber seit der Veröffentlichung vor genau einem Jahr noch weiter fortgeschritten ist, auch einsehen müssen, dass es einfach Fakten gibt, an denen kommt man nicht vorbei. Und die haben letztlich das größere Gewicht in der Beurteilung der Homöopathie. Was ist denn das, was man an der Homöopathie kritisiert? Das wissen Sie alle und schon länger als ich. Die Verdünnung der Medikamente ist spätestens ab einer D6, D9 so groß, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Homöopathie eine physiologische Wirkung hat. Der Wirkstoff ist so sehr verdünnt, dass er quasi nicht mehr vorhanden ist. Da sagen die Homöopathen, das ist uns sowieso egal, denn wir sind keine Medizin wie die Schulmedizin, die über Rezeptoren oder Konzentrationen arbeitet. Wir sind eine
Medizin, die arbeitet mit feinstofflicher Energie, die arbeitet mit Schwingungen, die arbeitet mit Sachen, die habt ihr Wissenschaftler einfach noch nicht verstanden. Das Problem ist nur, dass man heute sicher sagen kann, dass das Schütteln bei der Potenzierung, also bei der Herstellung der Homöopathika, keine Energie ergibt, schon gar keine Energie, die in den Globuli bleibt oder in der Lösung bleibt, die dann auf die Globuli aufgebracht wird. Und die Frage ist ja auch, und das ist übrigens eine Frage, die habe ich mir als Homöopathin nie gestellt, wieso sollte nur der Wirkstoff potenziert werden? Ein ganz bekanntes homöopathisches Präparat ist Apis, die Honigbiene. Da soll homöopathisch wirksam eigentlich nur das Gift der Honigbiene sein. Potenziert wird aber die ganze Biene, also zerrieben und dann potenziert. Woher sollte dieses Gemisch jetzt wissen, dass es einem Homöopathen eigentlich nur um das Bienengift geht? Ganz unabhängig von der Frage, dass man ja niemals ganz reines Wasser bekommt, wo also keine Verunreinigungen, keine Mineralien, keine Schwebstoffe, Pollen, was auch immer mit drin sind. Und woher sollte diese geschüttelte Lösung, selbst wenn man mal davon ausginge, dass Schütteln irgendwie Energie erzeugen könnte, vor allem bleibende Energie, woher sollte jetzt diese Potenzierung wissen, dass es wirklich nur um die von den Homöopathen gewollte Substanz geht? Dann könnte man ja aber andererseits wieder sagen, ach, wie das jetzt genau hergestellt wird und wie das jetzt wirken soll, ist mir jetzt erstmal egal. Man könnte doch auch einfach gucken, wirkt es? Und das kennen wir ja auch von ein paar normalmedizinischen Präparaten, dass der Wirkmechanismus immer noch unklar ist. Zum Beispiel Paracetamol, ein total landläufiges Medikament, ist immer noch nicht ganz klar, wie wirkt es, aber wir sehen eben in vielen Untersuchungen, es wirkt. Wenn man sich das bei der Homöopathie anschaut, dann sieht man, dass je größer die Gesamtüberschau über die Studien ist und je besser die einzelnen Studien sind, die untersucht werden, dass die Homöopathie nicht über ein Phänomen hinauswirkt, das eben auftritt, wenn ein Patient glaubt, dass er etwas Wirksames bekommt, nämlich den Placebo-Effekt. Das Fazit, das man aus diesen Punkten ziehen muss, da kommen noch andere Kritikpunkte dazu, die ich jetzt einfach weggelassen habe, auch weil der Zeitfaktor eine Rolle spielt. Was man sieht ist, wenn man das betrachtet, dann muss man leider sagen, aus meiner ehemaligen homöopathischen Sicht leider, die Homöopathie hat keine spezifisch arzneiliche Wirkung und es ist natürlich höchst fraglich, warum sie deshalb ein Teil unserer Medizin sein sollte. Das ist sozusagen der kritische Blick auf die Homöopathie. Demgegenüber steht der Patientenblick oder der Anwenderblick. Und da bietet die Homöopathie trotz aller Kritik immer noch oder immer wieder oder in Einzelfällen zumindest immer wieder einige Vorteile. In meinem Buch habe ich das therapeutische Setting genannt. Das bedeutet, dass hier aufgrund des Umgangs mit dem Patienten ganz viele Faktoren erfüllt werden, die Patienten unheimlich gut tun und gut gefallen. Man geht mit Zeit, mit einer gewissen Empathie, mit einer gewissen positiven Grundhaltung ran. Für ein Erstgespräch konnte ich mir in meiner Praxis bis zu 3 Stunden Zeit nehmen. Ich konnte das auch entsprechend abrechnen. Und das hinterlässt natürlich einen gewissen Effekt beim Patienten und auch beim Behandler. Und zum anderen ist es eben so, dass man dem Patienten als Homöopath vermittelt, nicht nur ich werde dir helfen, was man ja als Arzt oder Therapeut immer in gewisser Weise tut, ohne dass man das unbedingt in Worte fassen muss, sondern ich werde dir bei deinen ganz individuellen Beschwerden helfen mit einem Medikament, das nur für dich ausgewählt wird. Sind die Schmerzen rechts oben, unten, außen? Sind sie besser bei Bewegung, schlechter bei Ruhe? Was weiß ich, bei Wärme und nassem Wetter und mit einer psychischen Befindlichkeit vergesellschaftet, dann ist es dieses Medikament, sind sie anders, ist es ein anderes. Und das muss man sich in sehr in detaillierter Arbeit mit dem Patienten erarbeiten. Und allein dieser Prozess dieses Erarbeitens hat auch wieder sehr positive Effekte. Zumindest werden die so als sehr positiv wahrgenommen. Den Punkt der individuellen Medikation habe ich schon angesprochen, dass man wirklich sagt, ich habe hier ihr Konstitutionsmittel. Das ist nicht irgendein Medikament gegen Schmerzen, das ist ihr Medikament.
Und das ist natürlich so, dass dieser Prozess des Medikamentenfindens und auch des Abwartens, was denn das Medikament sozusagen im Patienten auslöst, das lässt Raum und Zeit dafür, dass der natürliche Selbstheilungsprozess, den wir alle im Körper haben, walten kann. Und so ist es dann tatsächlich so, dass man nach dieser Behandlung eine Besserung wahrnehmen kann, die natürlich mitnichten dem Medikament geschuldet sind, sondern einfach der vergangenen Zeit und Sachen wie Remission zur Mitte, das wissen Sie alle. Ein ganz großer Vorteil der Homöopathie, gerade auch wenn sie im Laienbereich so selbst gemacht wird, so im Quickfinder ein bisschen nachgeguckt, was kann ich denn meinen Kindern geben, wenn es jetzt diese fieberhaften Zustände hat, ist natürlich, dass man selbst was tun kann. Man ist der Krankheit nicht ausgeliefert und muss vielleicht einem Arzt vertrauen, dem man im Zweifel eben nicht vertraut, sondern man kann selbst was tun, man hat eine gewisse Handhabe über seine Erkrankung, über seine Beschwerden. Und alle diese Punkte zusammengenommen ergeben, dass die Homöopathie eine rituelle und auch tradierte Methode ist, die quasi den Placebo und andere Kontextfaktoren auf wunderbare Weise nutzt und dass es deswegen tatsächlich zu Verbesserungen kommen kann. Nur, wie gesagt, die haben natürlich nichts mit dem verordneten Homöopathikum zu tun, weil wir vorher auch schon gesehen haben, eine Arzneitherapie mit spezifischen Wirkungen ist sie sicher nicht. Gut, das hat mich ungefähr ein Jahr gekostet, das klarzukriegen. Und das war wahrlich kein leichter Prozess, weil, und das ist ja auch Thema der Skepcon hier, es ist nicht leicht, eine Überzeugung, hinter der man ja auch mit gewissen Lebensentscheidungen steht, so komplett in Frage zu stellen und dann auch loszulassen. Zumal das auch in meinem Fall wirklich mit finanziellen Erschwernissen verbunden war. Die Praxis zu schließen, nachdem man sie gerade eröffnet hat, ist nicht unbedingt so klug. Gut, das Leben geht weiter und auch die Auseinandersetzung mit der Homöopathie geht weiter. Und wie sich die Homöopathie mir heute darstellt, ist natürlich ein sehr, sehr großer Abstrich, nämlich das Todesurteil für die Homöopathie, denn sie sagt ja mitnichten, wir sind eine Placebotherapie oder wir sind eine Psychotherapie in rudimentärer Form, weil wir einfach mit unseren Patienten quatschen, sondern wir sind eine Arzneitherapie und das ist sie sicherlich nicht. Sie mag teilweise positive Effekte erzeugen, das nennt man Placebo-Effekt, das ist bekannt. Die Frage ist halt, ist das ethisch korrekt, Patienten zu behumsen, indem man ihnen sagt, hier, das ist dein individuelles Homöopathikum und eigentlich zu wissen, das sind Zuckerkugeln. Aber, und darauf reite ich in meinem Buch auch ein bisschen vielleicht zu sehr rum, aber ich glaube, und da der Vortragstitel ja auch zwischen Wunsch und Wirklichkeit heißt, die Homöopathie erfüllt den Wunsch vieler Patienten, im Medizinbetrieb mehr gesehen zu werden und tatsächlich besser behandelt zu werden. Da können wir von der Homöopathie lernen. Wir können auch von der Homöopathie lernen, dass man solche Sachen durchaus ziemlich gut abrechnen kann. Das dürfen normale Ärzte nämlich nicht. Als problematisch sehe ich heute, dass die Homöopathie durch die besondere Therapierichtung innerhalb der Medizin eine Art unantastbare Nische hat. Sie ist geschützt, sie muss keinen Nachweis ihrer Wirksamkeit erbringen und das wird auch immer noch toleriert. Auch, und das fällt mir immer wieder jetzt gerade in Diskussionen auf, sagt man immer, ja, aber die wird doch in der Apotheke verkauft. Also das muss doch quasi was Richtiges sein. Es gibt doch Ärzte, die das machen. Das kann doch nicht sein, dass die sich alle täuschen. Doch das ist so. Die täuschen sich. Und leider verpflichtet diese lateinische Bezeichnung auf den Zuckerkügelchen die Apotheken auch dazu, das dort und nur dort anzubieten, weil man quasi dem Patienten ja erklären können muss, was drin ist. Und das ist einfach ein Missstand. Deswegen ist weitere Aufklärung bitter nötig. Und das ist nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern es gibt uns bereits. Das Informationsnetzwerk Homöopathie, da wird der Dr. Ausnacher auch noch Ihnen was zu erzählen. Uns gibt es seit Januar, Februar diesen Jahres. Und uns gibt es deshalb, weil ungefähr 60 bis 80% aller Patienten schwören auf Homöopathie oder haben schon mal was Gutes gehört oder finden das einfach unheimlich toll. Aber nur 17% können erklären,
was ist Homöopathie eigentlich? Was bedeutet Potenzierung? Was bedeutet Gleiches mit Gleichem oder Ähnliches mit Ähnlichem? Und ich glaube, unter diesen 17% sind die Skeptiker der größte Anteil. Ja? Das sind sicherlich nicht die Patienten, die nur Gutes von der Homöopathie gehört haben. Es findet sich wenig sachliche Informationen im Netz. Es finden sich natürlich viele positive Erfahrungsberichte, Gruppen und so weiter. Es ist schwer, einfach nur neutrale Informationen zu finden, vor allem nicht von der kritischen Seite. Und wir haben uns deswegen gegründet und auch unsere Internetpräsenzen online gestellt, um da einen Ausgleich zu schaffen. Also ich bin sozusagen nicht nur von der Homöopathie weggewandert, sondern ich bin wirklich auch auf die Homöopathie-Kritiker, aktive Kritikerseite gegangen und mache da mit. Und wir wollen das auch auf gewisse Weise interaktiv gestalten, dass man Fragen stellen kann, weil ganz viele Menschen eben nicht wissen, was Homöopathie wirklich ist. Und ja, über die größten Widersprüche und so weiter aufklären und die Irrtümer, die einem als Homöopath übrigens überhaupt nicht auffallen. Das ist vielleicht kaum zu glauben aus ihrer Position heraus. Für mich ist mir das lange Zeit gar nicht aufgefallen, weil man denkt eben, und da komme ich gleich noch dazu, nicht rational nach, während man da drin ist. Und unser Projekt, und deswegen stellen wir das heute hier auch vor, wird von der GWOP gefördert. Ich bin ja auch seit Dezember Mitglied und dieses Netzwerk ist ein Gremium der GWOP. Zum persönlichen Aspekt. Was hat mich überzeugt, mit der Homöopathie aufzuhören, wo ich vor 3 Jahren, vor 2 Jahren noch absolut davon überzeugt war und auch ja, gedacht habe, ich bin das auch homöopathisch tätig, bis ich so 90 bin und dann kann ich mich zur Ruhe setzen. Und ich wollte ja ursprünglich ein positives Buch über die Homöopathie schreiben, das war ausgelöst durch die Homöopathie-Lüge vom Herrn Wellmeyer und der Frau Heißmann, das 2012 rauskam, was mich total geärgert hat, weil ich dachte, Mensch, ihr seid nicht mal Homöopathen, ihr habt keine Ahnung und ich sag euch das jetzt mal, wie das eigentlich wirklich ist. Weil ich mich aber genötigt gesehen habe, dann diese ganzen Kritikpunkte, die über die Homöopathie schändlich verbreiten, Stellung zu nehmen, habe ich dann angefangen, mich diesen Sachen zum ersten Mal zu widmen. Man lernt das in der Homöopathie-Ausbildung überhaupt nicht. Diese Studien und diese ganzen Kritikpunkte an der Herstellung und so weiter. Und was mich überzeugt hat, ist, da gab es dann so eine Amazon-Rezensionsschlacht und da waren einige von euch, von Ihnen dabei und ich habe da immer meine übrigen Standardphrasen, so, wer halt hat recht und ach, das weiß man doch noch nicht und die Wissenschaft muss doch auch mal über ihren Tellerrand und so weiter, ja, an der Nanopartikel, ja. Aber irgendwie kamen dann von der Skeptikerseite immer, ja, dann lies mal hier nach, hier sind die Quellen, hier sind die Belege, bitte belege du doch auch mal, was du da sagst. Und das war für mich ein völlig neues Denken, ja. Und das, obwohl ich Medizin, also auch irgendwie so ein halb naturwissenschaftliches Fach studiert habe, ja. Was mir die Augen geöffnet hat, war nicht nur diese Art der Diskussion, sondern ein Buch, das gar nicht von der Homöopathie handelt, auch wenn der Autor sehr ähnlich heißt wie der Begründer der Homöopathie, nämlich Kahnemann. Insofern Ähnliches mit Ähnlichem. Schnelles versus langsames Denken. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass es 2 Arten gibt zum Denken. Einmal ein sehr intuitives, gefühltes, gefällt mir nicht Denken, das können wir ganz schnell und intuitiv jederzeit abrufen. Sehr viel schwieriger ist das langsame Denken, wo es darum geht, stringent, rational, logisch, nachvollziehbar, prozesshaft zu denken. Das ist auch anstrengender, deswegen vermeiden das ganz viele Menschen und ich auch lange Zeit. Mich hat das fasziniert, wie konsequent Skeptiker in diesen Diskussionen zu Ende denken können. Und dass sie Belege haben und dass ich wegkomme, das hat mir am Anfang nicht gefallen, aber es hatte doch eine gewisse Faszination von dem, wer mehr fühlt, hat mehr Recht. Das ist in Homöopathenkreisen ist das völlig üblich zu sagen, naja, das fühlt man doch. Ja? Bedeutungsschwer. Und wenn man das dann nicht fühlt, dann fühlt man sich aber auch ein bisschen schlecht. Ja? Und ich habe in Homöopathiefortbildungen ganz oft gefragt, ja, warum ist denn das so? Und die Antwort ist oft,
weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das so ist. Ja? Also da wird dieses ganz intuitive Denken ganz stark bedient. Und was für mich absolut unklar war, und das mag vielleicht auf gewisse Weise lächerlich sein, aber vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass das nicht nur mir nicht, sondern vielen Menschen nicht klar ist. Fakten sind keine Meinung. Man kann nicht sagen, man kann schon sagen, mir gefällt die Schwerkraft oder mir gefällt sie nicht, aber sie lässt sich davon nicht beeinflussen. Ja? Sie ist einfach so, wie sie ist. Und das war mir bis zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, nicht klar. Und das mag ein Hinweis sein, in der Aufklärungsarbeit durch die GWOP, durch die Skeptiker, zu sagen, dieser Unterschied muss noch deutlicher klar gemacht werden. Weil das war letztlich das, wo ich gesagt oder gemerkt habe, an den Fakten kommst du nicht vorbei. Ja? Da zählt auch keine Erfahrung oder sowas, sondern das sind Sachen, die sind nicht umstoßbar. Und irgendwann habe ich eben dann gelernt zu akzeptieren, dass Fakten Fakten sind und dass die Fakten gegen die Homöopathie sprechen. Dann sind wir auch schon am Ende.